Ja, meine lieben Brosmos, und willkommen zu einer weiteren Folge von Twilight Princess. Willkommen zu einem neuen Part, meine lieben Brosmos. Ja, ich bin zurück nach keine Ahnung wie vielen Monaten. aber wir sind hier zurück bei Twilight Princess und was müssen wir nochmal tun? Warte mal, war nicht irgendwie zuletzt irgendwie. Warte mal, ich sehe gerade hier oben bei meinen Items. Ah, sieh mal an, ich habe einen neuen Köter, ha? Okay, ja, okay. Ah, ich glaube, ja, okay, ich erinnere mich wieder, alles klar. Muss erstmal gucken, wo wir zuletzt stehen geblieben waren, aber ja. Willis hat ja uns den Köter gegeben, genau. Aber für was denn nochmal, okay? Einmal den Köter, okay. Wir warten uns mal da, wo Willis zu Hause ist, oder ja, Zoras Höhle. Vielleicht wissen wir dann da eher mehr Bescheid. Warum hat er mir... Okay, jetzt muss ich echt gerade überlegen, warum wir jetzt den Köder bekommen haben. Sorry, mein Lieben, aus dem Museum ist schon lange her, ne? Deswegen entschuldigt mich, aber ja. Außerdem, ich habe das ja selber, was ihr ja hier seht, ist ja für mich Simulation, ne? Ja, habe ich ja vor vielen, vielen Jahren gemacht, dieses Abenteuer. Und ja, ich erinnere mich jetzt nicht an jedes einzelne kleine Detail. Holy shit, ey. Ist ja unfassbar. Okay, okay, anscheinend, wenn ich schon diese Angel habe, ne, dann müssten wir dann bestimmt fischen, ne? Okay. Ich mach meinen Körper direkt. So. Muss ich auf die andere Seite, so, weil ich glaube, auf der Seite, auf der rechten Seite ist ein bisschen gefährlicher, einmal so ins Wasser zu springen, ne? Deswegen, ja. So, okay. Und auf geht's, Körper, ja! Let's go! What? Okay, alles klar, richtig cool. So. Okay, dann. Okay, ich sehe auf der Karte, da ist rot markiert. Aber da geht's doch zu den Snowpeak Ruins. Warte mal, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Mir fällt gerade auf Englisch an. Warte mal, vielleicht steht es auf der Karte. Auf der Karte steht das hier irgendwie. Oh, steht natürlich auf Englisch, auf Julianisch meine ich damit. Auch Snowpeak ist ja dasselbe. Toll. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung, wie es ist. Aber hier irgendwie Schneegebirge, wie auch immer. Da ist ja dieser Yeti oder so, ne? Stimmt, ja. Dann lass mal zum Yeti gehen. Aber bevor wir zum Yeti gehen, ich glaube, wir sollten erstmal fischen, ne? Ich kenne nämlich den Yeti halt, ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass er mag unbedingt halt diese Dunstforellen und so. Also, so heißt es halt auf Deutsch, ne? Hat ja Willis, ne, einmal erwähnt, ne? Deswegen, ja. So, okay. Also Dunstforellen müssten hier dann sein. Dann muss man hier ein paar Fische fischen. Also Dunstforellen in dem Sinne, ne? Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Wie war nochmal die Steuerung mit Angeln? Das ist ja... Okay. Jetzt! Yes. Kommt schon! Toll. Das ist doch nicht zu fassen. Dann angebissen und das hat nicht geklappt. Muss mal gucken, wie das mit Angel geht, ey. Und das ist so kompliziert. Ah, okay, ich hab's verstanden. Alles klar. Mein lieben Brosmosins, alles gut. Ich weiß wieder, wie man angelt. Oh Mann. Okay, ja, beiß an. Muss man immer ein bisschen geduldig sein, ne? Das würde mir hier keiner anbeißen. Willst du mich verarschen? Stehe ich hier die ganze Zeit und keiner beißt an? Come on. Okay, jetzt. Ja, let's go. Komm her. Ja, und. Ey, let's go! Eine Dunstforelle, ja! Eine sehr seltene Fisch, den du nur an der Höhle der Zoras findest. Wirklich cool. Hat einen sehr intensiven Geruch, ja? Rufe mit Hilfe von Start den Ausrüstung und Bildschirm. Okay, meine Fische zu betrachten. Voll krass. Okay, dann wisst ihr Bescheid, meine lieben Brosmosins, natürlich, was zu tun ist. So, als Wolf habe ich natürlich ein besseres Gespür als ein Mensch. Deswegen, auf geht's. Geruch der Geister vergessen, neuen Geruch merken. Oh, Geruch der Geister ist voll nützlich gewesen. Da konntest du immer sehen, wo die ganzen, ne, ja, wo die Paws sich dann befinden, ne, aber ich glaube, das war für einen Dungeon nützlich, dann hatte ich das nicht mehr gebraucht, also kann ich es vergessen. Jo, vom Fisch gewählt dann, jo! Okay, da hinten, okay, alles klar. Okay, so, dann auf geht's. Okay, ja, ich weiß, ich konnte auch als Wolf schwimmen. Okay, aber ich kann mir schon, ich weiß nämlich schon, wo es ungefähr hinführt, ne. Es kann ja nur einen einzigen Weg geben. Ja. Deswegen kein Problem. Okay. Müssen wir nur noch den Geruch folgen, der Dunstforelle, und dann kommen wir endlich mal zu den Snowpeak Ruins.
Ne? Du kannst euch kaum erwarten, euch Dingsen, den Jedi zu zeigen, ne? Der ist voll der krasse, coole Typ und so. Ein bisschen brutal in meinen Augen. Aber naja. Ich erinnere mich auf jeden Fall, wie cool das war, weil ich hatte mal, ne, als Hyrule wieder in Frieden war und so, ne? Habe ich mit ihm gerne immer so, ja. Oh mein Gott, warte mal. Das Wasser ist hier voll eingefroren zu Eis. Ich will nicht eingefroren werden. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit dem Yeti immer so, ja, Skateboarden gefahren bin und so, weißt du, immer so den Berg hin, hinab und so. Das war voll geil, das ist voll fun gemacht. Vielleicht zeigen die das auch hier, ne, in der Simulation, dann kann ich euch das auch zeigen. Oh mein Gott, ist hier voll aufgefahren. Nein! Boah, ich dachte gerade, ich wäre runter. Oh mein Gott, das Wasser ist hier eiskalt, ne. Ich will es jetzt nicht unbedingt demonstrieren, aber ja. Ich sag euch, das ist mega kalt und du verlierst echt Leben. Okay, aber gut. So, oh mein Gott, nicht ihr schon wieder. Oh mein Gott, ich erinnere mich an diese. Die waren so nervig, diese verdammten Wölfe, ne? Also Eiswölfe in dem Sinne dann. Oh meine Güte, ist nicht zu fassen. Ja, zack, so, du kämpfst. Oh, Alter, der wollte von hinten mich angreifen, habt ihr gesehen? Unfassbar. Noch einer, na komm, ha? Oh, Alter, kam er von hinten, habt ihr gesehen? Voll fies, hab ich nicht gesehen. Ist ja nicht zu fassen. Was zum? Oh, warte mal, ich habe vergessen, mein Gespür anzumachen. Ja, ich habe mich schon gewundert, so, hä, wo genau muss ich nochmal hin? Okay, nein, oh, so eine Scheiße. Na gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Mann, das ist voll kalt, das Wasser. Verdammt nochmal, ey, das ist ja nicht zu fassen. Oh mein Gott, hier fast wieder runtergefallen, nicht zu fassen. Okay, gut, so. Okay, jetzt kriegen wir das hin, alles klar. Gut, so. Wollte eigentlich direkt schon hin, ohne das Gespür, weil ich mich ja ungefähr orientieren kann, aber anscheinend in dieser Simulation, ja, muss man einen bestimmten Weg oder Pfad folgen, also meinetwegen. So, okay, gut. So, oh mein Gott, das war voll gefährlich. Mann, diese... Können die mal aufhören? Nicht zu fassen, ey. So, wir folgen die ganze Zeit an dem Gespür, ne? Oh mein Gott, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Diese Eiswölfe, ne? So nervig. So, kann man überhaupt was sehen? Oh mein Gott, okay. So. Hier durch. Hier hoch? Okay, dann müssen wir jetzt außen rum. Ne? Genau, hier außen rum. So. Na, hierchen. Alter, voll der richtige Eiswinter hier, weißt du? Richtig kalt. Also, wenn ich meine grüne Kleidung trage, dann ist halt kein Problem. Ne? Meine grüne Kleidung ist halt ne? Für alle Wetter vollkommen widerstandsfähig. Richtig praktisch. Oh, wow. Yo, hier kann man buddeln. Let's go. Stimmt, ja. Yo, let's go. Okay. Was war denn da unter dem Baum hier gewesen? Okay. Einfach mal ein paar Eisfledermäuse, ist klar. Die alle jetzt hier einzeln. So, oh mein Gott. Will ich eingefroren werden? Na, komm schon. Boah. Mein Scheiß. So. Ich glaube, das waren alle, ne? Okay, warte mal. Hier kann ich mit Bomben machen? Okay, ja, dann, warte mal, meine Items, okay, so, okay, ich habe noch genug Feen sogar, das ist aber sehr praktisch, da hat meine Vergangenheit sich anscheinend sehr gut sich vorbereitet dafür, okay, dann Spinner brauche ich erstmal nicht, so, okay, dann, explodier mal, hey, let's go, so, er wird im März richtig cool, ist ja nichts, oh, Das ist irgendein wertvoller Schleim halt. Richtig praktisch. Yo, warte mal. Wertvoller Schleim. Die bringen richtig viel Leben, warte mal. Wertvoller Schleim. Ich habe hier Feentau. Alter, richtig krass Feentau. Ich habe richtig viele Feen, aber ich glaube, eine Fee kann ich mir mal aufopfern. Für dieses richtig praktische Schleim. Dann kann ich euch das mal auch zeigen. Oh mein Gott, wie cool, eine Fee. Richtig cool, ja. So. Okay, dann komm mal runter. Na? Wo ist es, ne? Aha! Da seht ihr. So. So, und jetzt. Na, komm schon. So. Haha, let's go. Yo, du fühlst das echte Schleimgelee in deiner Flasche. Lege es auf und X und trinke es. Richtig cool. Dadurch werden alle Herzen wiederhergestellt. Außerdem steigert kurzfristig deine Angriffskraft. Richtig praktisch, genau. Oh, guck mal, haben die direkt euch das erklärt sogar, was es macht. Richtig cool. Bist du nicht nur alle deine Herzen, sondern bist du richtig stark, Alter. Ich erinnere mich, das war voll nützlich. Ich glaube, ich hatte das auch mal gegen den Endboss hier mal genutzt, ne?
Ich weiß gar nicht, ob ihr schon wisst ungefähr, wer der Endboss ist, aber ich verrate es mal nicht, um nicht unbedingt euch zu spoilern, aber okay. Voll praktisch. Haben wir mal hier zufällig das gefunden, habt ihr gesehen? Richtig cool. Alles klar. So, dann, ja, ich bin gerade am Überlegen, wann ich hier noch irgendwas Nützliches? Nee, ne? Ich glaube, hier sind nur Steine, ne? Hier sind. Okay, weg damit, ey. Und so. Das ist auch hier, kriegst du nur. Okay, nicht mal Rubine, okay, ja. Ist nicht so schlimm. Warte mal, ist hier vielleicht darunter irgendwas? Man kann nie wissen. Manchmal gibt es da Rubine, Herzen, aber ich glaube, wir brauchen sowieso nichts mehr so raus hier. Okay, alles klar. So, okay. Alles klar. So, okay. Wow, ist schon Tag? Was? Voll krass, das ging schnell. Waren wir so lange da drunter? Okay, nee, jetzt ist schon Abend, ist klar. Okay, warte mal. Ich weiß, dass die Tage ein bisschen schneller vergehen, aber trotzdem. Alter! Mann! Mann! Weg mit dir, Alter! So, ich wollte nur gucken, ob hier an dem Baum man irgendwie. Nee, an dem Baum kann man nicht irgendwie. Da, ja. Kann man nicht buddeln, okay. Alter, wie viele Gegner hier voll sind, was geht? Mann, okay, ja, ist klar. Es ist keine große Überraschung, dass hier natürlich viele Gegner sind, aber. Heutzutage ist ja Hyrule eher in Frieden, ne? Deswegen ist er ein bisschen ungewöhnlich. Alter! Boah, das ist. Mann! So! Jo, du bist immer noch am Leben? Jo, Alter! Der hat voll viel Leben, ist klar. So, geht doch, meine Güte. Und? Okay. Hätte gehofft, irgendwie auf Rubin oder so, aber naja. Kannst du vergessen, wie? So, wo müssen wir nochmal hin? Warte mal. Okay, hier hoch. Müssen wir hier hoch, okay. Dann müssen wir. Ah, was? Hier zum Boden? Ja! Let's go! Nice. Her damit. Okay, nein, nein! Nein! Ah, oh, jetzt bin ich runtergefallen, wie gemein. Aber ich habe hier irgendwas schimmern sehen. Da, seht ihr das? Was ist das da hinten? Aha, was haben wir denn hier? Okay, ein Geist, okay. Nun, oh mein Gott, ich bin nervig. Her damit! So, oh, der wollte mich gerade vor angreifen. Let's go, yo! Geil, okay, eine Geisterseele, richtig cool. So, und ich habe gesehen, hier kann man auch buddeln. Let's go! Richtig geil. Okay, wühlen in dem Sinne, aber okay. Voll geil, let's go. Voll cool. Okay. Oh mein Gott, okay. Aha. Aber ich kann da nicht durch, oder? Hab ich das Ei? Habe ich irgendwas? Habe ich Feuerpfeile oder irgendwie? Ne, Feuerpfeile hat dann mein Großvater, glaube ich, gehabt, ne? Ja, nee, hier gibt es auch keine Fackel oder so, womit ich das hier schmelzen kann. Habe ich irgendwelche Items, die mir helfen könnten? Also als Wolf kann ich eh die nicht nutzen. Ich hätte eine Laterne. Könnte ich nutzen, ne? Oder Bomben. Ja, nee, ich erinnere mich, ich hatte mal ein Item gehabt, was mir helfen würde, das hier zu schmelzen. Aber ja, mal gucken. Vielleicht werden wir das. Ja, dann kommen wir später zu. Gehen wir später nochmal hier rein. Ich muss es mir nur merken, dass wir hier nochmal hingehen. Meine lieben Rosmosins, könnt ihr mich daran erinnern, dass wir hier nochmal rein müssen? Ja, ich glaube, hier gab es sowieso einen Rubin oder so. Oder. Irgendwas Nützliches, vielleicht sogar ein Herzteil, glaube ich. Was gab es hier? Ein Herzteil kann sein. Das wäre auch richtig cool gewesen. Aber okay, wie man auch sagt, wir müssen jetzt wieder zurück. Bin jetzt ein bisschen vom Weg abgedriftet worden. Okay, dann. Mann, Alter, hier voll kalt. Also als Wolf habe ich es echt gespürt, dass es echt kalt ist, weißt du? Als Mensch, ich meine, als grüne Kleidung, da ne, habe ich ja euch schon erwähnt, ne? Ist absolut nicht kalt. Ist vollkommen okay. Das ist richtig praktisch. So, okay, wir müssen hier irgendwie hoch. Das bedeutet jetzt nicht runterfallen wie letztes Mal. Ich wollte hier bügen, irgendwas krasses. Okay, nun, Herz brauchen wir nicht. Wir haben genug. Wir sind voll. Weißt du? So. Dann, hier irgendwie. Hier hoch, ne? Aha, hier weiter. Okay. Und da. Wow. Okay. Und jetzt hier hoch. Okay, alles klar. Warte mal, kann man nicht von hier? Nee. Okay. Nee, das war komplett woanders. Okay, jetzt muss ich. Wie muss ich denn hier hoch? Oh mein Gott, Alter. Aus dem Weg. Bevor er mich hier voll ablenkt. Wie komme ich denn? Mann, wie komme ich? Oh. Okay. Oh. Alles klar. Hat sich erledigt. Okay. Müssen wir dann hier hochklettern? Okay. Guck mal, ist schon alles hell. Da hinten. Okay. Oh, da ist. Ja, da gibt es etwas zum. Nicht. Ja, wie sagt man das auf Deutsch? Etwas zu heulen, weißt du? Sagt man das so? Also, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Hier. Hey, let's go. Guck mal, was ich gefunden habe. Let's go. Okay. Aha. Okay.
Okay. Warte mal. So, so, so. Mein Gott. Ich muss nochmal von vorne. Oh Mann. Habe ich mich verhört? Warte mal. Da oben runter, in der Mitte und dann. Achso, okay. Unten und dann nach oben. Okay, stimmt. Come on, ich hab's doch fast geschafft. Willst du mich verarschen? Was soll das? Okay. Diese Simulation hier manchmal, ne? Was fehlt denn noch? Okay, warte, lass mich mal gucken. Was fehlt denn? Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich mache alles richtig anscheinend, aber irgendwie diese Simulation denkt sich so, vergiss es, musst du alles perfekt richtig machen. Willst du mich verarschen? Was soll das denn? Mann, Alter, ich mache doch alles richtig. Also, muss man nachher noch ganz unten. Stimmt ja, okay. Alles klar. Mensch, ey, warum ist es. Ich weiß, im Abenteuer war es viel, viel einfacher als hier. Das ist ja nicht zu fassen. Egal. Okay. So. So. Haben wir Sachsen. Geht doch. Wunderschön. Okay, du sollst einer der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Okay? Ja, eine weitere okkulte Kunst lernen wir demnächst, wenn wir ihn wieder treffen. Alles klar. So, mitten, da musst du immer drauf springen. Okay. Oh, okay. Am Friedhof. Okay, alles klar. Bin mal gespannt, was für eine okkulte Kunst das nochmal war. Okay. Aber wir haben erstmal eine Mission hier zu erledigen, ne? Deswegen erstmal hier durch. Okay, alles klar, hier einfach mal hier durch. Warte mal, ist hier irgendwas zum Buddeln? Okay, hier ist nichts, hier ist auch nichts, ne? Nee. Hätte ja sein können, ne? Man kann ja nie wissen, ne? So, hier ist nichts zum Buddeln. Okay. Achso, von da kamen wir, okay. So, okay, dann müssen wir hier und hier und. Oh, hier! Na, sehen wir einen an. Let's go. Pullen wir uns hier durch. Let's go. Richtig cool. Gehen wir hier durch. Ja. So, okay, alles klar. Na, oh mein Gott. Oh, okay, oh mein Gott. Ich muss auch echt aufpassen. Es ist richtig kalt, links und rechts, weißt du? Einmal. Oh mein Gott, ich muss sowieso als Mensch, okay. Einmal wirst du getroffen, weißt du? Dann, ja. Bist du voll eingefroren. Richtig krass. Musst du echt aufpassen. Oh. So. Okay. Ich konnte auch mit den Greifhaken, sehe ich gerade hier oben, ne? Hier könnte man also sich auch mit den Greifhaken, aber naja, was soll das? So. Ich erinnere mich nicht an jedes einzelne Detail, ehrlich gesagt, ne? Mein lieber Boss Musins. Deswegen entschuldigt mich, ne? So. Okay. Aber ich meine, ich kann auch wenig. Oh mein Gott, willst du mich verarschen? So. Ja, blauer Rubin, wunderschön. So. Okay, habt ihr gesehen? Jetzt habt ihr gesehen, wie das ist, wenn man eingefroren wird. Richtig scheiße. Nicht zu fassen, aber gut. Ja. So. Okay, warte mal. Verkürze ich mal das. So, kann ich mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dammit, ey. Willst du mich? Komm her. Oh mein Gott. Oh Mann. Nein, los das. Oh mein Gott. Okay, ich greife ihn. Wo ist er? Mann, soll ich gleich meinen Pfeil und Bogen raushauen, dann kriegst du was von mir. Aha. Komm her. So, okay, das ist nicht zu fassen. Mann, ich wollte euch was zeigen, meine lieben Bros Musins, und diese Eisfledermaus kam voll im Weg. So, das ist mein Jägerchen. Richtig cool, ne? Den Greifhaken kannst du sich an das Efeu anhängen und bumm, Alter. Kannst du schneller klettern. Richtig praktisch. Weil ich meine, an normalen Wänden und so kannst du natürlich nicht klettern. Ich meine, wie willst du das denn machen? Ne? Ist ja unmöglich. Außer es gibt ein Item, das natürlich das helfen will. Das wäre natürlich richtig praktisch.
So, sind wir irgendwie mal angekommen? Müsste nicht hier irgendwie der Yeti sein? Oh mein Gott, hier, oh mein Gott. Oh mein Gott, hier ist so viel los. Ach, das ist doch nicht zu fassen, ey. So. So, okay. Was zum? Mann! Ich wollte nur ganz kurz gucken, ob hier der Yeti ist oder nicht, aber nein. Außerdem wollte ich eigentlich die Aufnahme gerade langsam auch beenden. Aber okay. Jetzt muss man natürlich irgendwas dazwischen. Mann, Alter, ey, so. Ach, goddammit, da ist ja noch einer, stimmt ja. Mann, was machst du denn da hinten? Oh, okay, der ist sofort down. Okay, dann komm mal her. Na? Na? Wo sind denn? Wo seid ihr denn? So, okay. Puh, let's go. Haben wir es da hinbekommen. Du sagst. So. Ah, da ist er ja. Okay. Gut. Mal haben die Herzen. Let's go. Dankeschön. So. Okay, lass mich noch mal kurz mit dem Yeti sprechen, dann beende ich die Aufnahme. So. Ich komme. So. Oh! Okay. Dachte ich mir doch! So ein Lärm kann nur von einem Menschen stammen! Alter, musst du schreien, holy shit! Passiert ja selten, dass sich einer in dieser Gegend verirrt. Was willst du eigentlich hier? Du bist wohl einer dieser Typen, die auf der Suche nach sich selbst sind. Ja, genau, denke ich mal. Ja, die Jugend von heute! Dein Ernst? Okay. Ist dir klar, dass du hier erfrieren könntest? Kollege, ich habe meine Rüstung an, also meine grüne Kleidung. Kein Problem. Suchst du irgendwas? Sei ehrlich! Alter, der schreit nur rum. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Oh Mann. Ja, ich suche tatsächlich was. Nehme so ein Kristall, weißt du? Hast du mal davon gehört und so, weißt du? Also, eine Kristall meine ich schon, Spiegel. Schmeckt. So. Was? Du bist hier hergekommen, um diesen Spiegel zu suchen? Ja, genau. So, ja, das hättest du gleich sagen können. Gut geklettert, Respekt, und du hast Glück, mich hier zu treffen. Hab gerade neulich eine Scherbe von diesem Spiegel gefunden. Was? Let's go! Kannst du mir direkt geben? Vielleicht war das ja das, was du suchst. Okay. Also dann, du kannst damit zu mir kommen und dir die Scherbe anschauen. Kannst du mir nicht. Okay, die hat natürlich die Scherbe zu Hause liegen lassen. Na gut, ich meine, wer trägt schon eine Scherbe mit sich rum, ne? Hab auch gerade diesen leckeren Fisch gefangen und du kannst damit uns essen. Mein Haus ist da ganz unten. Wir rutschen runter. Mach's mit mir, mach's mir nach. Ah, okay. Okay. Oh mein, wie das aussieht. Ui. Okay. So. Okay. Gut. Ich mach's dann auch mal nach. Fahrt! Okay. So. Richtig praktisch, richtig cool. So, das meine ich mit Skateboarden und so, weißt du? Also Snowboarding, eher gesagt. So, oh mein Gott, ich wollte schon. Nein. Okay, ich beende jetzt die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben, aus dem Sehens. Im nächsten Part rutschen wir den Berg runter und so, weißt du? Ja, der Yeti, also der Riese ist ja schon längst weg. Toll. Sind wir gleich sofort, aber okay. Na gut, wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben, was Mosins. Haut rein, stay awesome und bis zum nächsten Mal. Das war euer Sascha. Ciao!